Francisco Friedrich, was ist das für ein Gefühl, im Zweier und im Vierer auf Schalke beim ersten internationalen Startwettkampf gewonnen zu haben? Ja, es ist natürlich ein schönes Event hier, zwar ein bisschen klein gehalten, ein paar Fans, die heute zum Spiel hier hochgehen, sind angehalten, haben sich es angeschaut, haben gefragt, was ist denn hier los, aber im Groben und Ganzen war es ein gutes Event und wenn das ein bisschen mehr ausgeschmückt wird und noch neue Fans dazukommen, dann kann das ein gutes Event, richtig großes Event sogar vielleicht mal irgendwann werden und das werden wir einfach mal sehen. Sie sind ja amtierender Weltmeister in St. Moritz geworden, im Zweierbob. Sochi war ja nicht so berauschend. Sochi ist vielleicht immer noch im Hinterkopf bei Ihnen? Nee, das müssen wir einfach abhaken. Sochi war halt einfach eine gesamte schwierige Situation und Saison. Und ja, wir müssen einfach jetzt zusehen, dass wir an unsere Erfolge wieder anknüpfen und dass wir am besten den Pott verteidigen im März in Winterberg. Ihr Chefbundestrainer Christoph Langen hat gesagt, wir müssen und werden neue Fäden ziehen. Welche Fäden können das denn sein und wie weit sind die schon gezogen? Ja, inwieweit die jetzt schon genau gezogen sind. Wir haben auf jeden Fall ein paar kleine Veränderungen, teilweise kleinere, teilweise größere. Die werden jetzt nach und nach getestet. Wir sind in circa einem Monat das erste Mal wieder auf dem Eis. Und dann müssen wir sehen, vielleicht bewirkt eine kleine Veränderung schon eine große Veränderung in der Zeit. Und das wird nach und nach getestet, dass wir spätestens im März zur WM in Winterberg wieder auf Hochform sind und dass dann unsere Schlitten hoffentlich wieder allen anderen davonfahren. Was heißt denn jetzt genau kleine Veränderungen? Stichwort Schlitten. Der B208, der war ja offensichtlich nicht so berauschend. Und B, die Startzeiten, die ließen ja offensichtlich auch zu wünschen übrig. Wird an diesen beiden Schraubstellen gearbeitet? Wir arbeiten immer an allen Schraubstellen. Wir versuchen immer alles zu verbessern. Natürlich kommen in den Kufen, versuchen wir besser zu fahren, versuchen wir Neuigkeiten am Schlitten zu bringen. Und natürlich in erster Linie kämpfen wir jeden Sommer hart um unsere Startzeit. Und das läuft manchmal besser, manchmal schwieriger, wie jetzt zum Beispiel bei Jannis. Ist zum Beispiel dieses Jahr ganz schwer. Er wird es schwer haben, dieses Jahr wieder reinzukommen. Wenn die Verheilung jetzt super verläuft, kann es sein, dass er im Dezember, im Januar vielleicht wieder mit auf dem Eis dabei ist. Aber bis dahin sieht es erstmal ganz schlecht aus. Ja, und das muss man sehen. Wie ist denn bei Ihnen der Stand der Vorbereitung? Sie haben ja geheiratet, Ihre Magdalena konnte man überall lesen und hören. Eine wunderbare Hochzeit, wie es zu sein schien. Wir waren da leider nicht dabei. Aber wie ist denn Ihr Stand der Vorbereitung? Geht es Samstag und am Wochenende in Oberhof für Sie richtig los, was die Vorbereitung betrifft? Ja, die Vorbereitung geht natürlich schon seit April los. Also ich trainiere seit, eigentlich ist bei mir immer der erste Stichtag der April, der 1. April. An dem geht es bei mir richtig hart zur Sache und geht es wieder richtig los. Und ja, wir sind jetzt schon auf einem guten Niveau, aber unser Ziel ist halt immer noch Winterberg, die WM. Und die WM ist halt erst im März. Wir sind gut in Schuss, wir sind überall nah am Bestleistungsbereich, aber wir bereiten uns natürlich hundertprozentig auf die WM vor, weil die für uns der ausschlaggebende Part ist. Dankeschön, Francesco Friedrich, und alles Gute. Dankeschön.